Hallo, mein Name ist Tim Zierling und ich erkläre euch heute, wie man eine Zigarette dreht. Man nehme Tabak, ne, wir haben jetzt hier den blauen Randschuh genommen. Dann nehme man noch. Na mal, bist du bekloppt oder was? Dann nehme man dazu Blättchen. Ne, so Blättchen, so macht man Tabak auf, ne, so machst du auf, ne, guckst du so, ne, ja, ja, voll toll, ja. Und machen wir die Kerne ein bisschen runter, damit man das sieht. Ja, fein. So. Dann nehmen wir mal ein wenig Tabak aus dem Tabakbeutel. Tu den auf das Blättchen. So, ne? Ja, so. Ich weiß, sieht man gerade ein bisschen beschissen, aber was soll's. Fällt auch nicht mehr auf. Ja. Dann verteilt man den Tabak auf den. Beschissen, geschissen. Auf dem Blättchen. Ne? So. Dann drückt man einmal rein. Dann dreht man dieses Blättchen so zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her. Dann klappt man es um, leckt es an. Mmh, lecker. Und klappt es zu. Dann nimmt man den überschüssigen Tabak, der noch absteht, nimmt man einfach mal ab. Weil den kann man nämlich noch wiederverwenden. Ne? Ja. Dann steckt man sich die Zigarette ins Maul. Freut sich des Lebens. Nimmt ein Feuerzeug, hier, ich hab mal so ein dickes Zippo, ne, ja. Macht er auf, machst du an. Und zack. Und dann raucht man. Das Rauchen erkläre ich euch demnächst. Bis bald, euer Tim Zierling.